So, Freunde, da sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge von Dungeon Quest. Es kann losgehen, vielleicht. Ja, hier kriegen wir auf jeden Fall Level 20 in diesem Part. Und mal gucken, was wir so schönes als Dings kriegen. Als Effekt oder als Skill, sag ich mal. Na, scheiß auf den Gegner da hinten. Kommen wir schon irgendwie hin. Okay, irgendwas mit Broke Imps gerade. Hm. Kann man eigentlich mehrere nehmen, kann nur ein Hospital haben. Das hätte ich mir alle drei genommen. Greatly Resistance. Das ist natürlich ungünstig. Aber ich werde trotzdem penetriert. Found Rare Stuff. Da kann er nur ein Pet. Sonst hätte ich mir halt einen Imp und so weiter auch noch genommen. Wo die Heilung braucht man nicht. Die Heilung braucht man ja wirklich nicht. Ah, hier. Was ist das? Guck mal, kurz. Skillmäßig kann man hier was nachgucken. Hero, okay, Hero nicht. Gucken wir einfach mal. Ich würde sagen, wir benutzen ihn gleich mal im Kampf. Und dann werden wir es ja sehen, wobei. Ich weiß gar nicht, ob das uns gerade irgendwas nutzt. Wenn meine Schädel eh aktiv sind. Ich glaube, er greift auch nur an. Wieder mal. Also, natürlich wird er angreifen. Aber wie stark? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Machen wir mal Leben auf 10. Sieht so zu kacke aus. Und unsere Power weiter hoch. Aber was machen diese Hero-Dings? Heroic Level, Next Level, 499 Hero Points. Hero Points are earned by defeating Epic Plus Enemies, completing Challenges and finishing Collections. Shatter, Rank 1. Next Rank 10% Damage, AOE Radius spent. Nee. Wir hatten einen Punkt gehabt, siehste. Hätten wir jetzt nochmal für Shatter ausgegeben. Ansonsten hätten wir Blast leveln können, Komet, Pierce, Barrage und so weiter. Also hätten wir alles leveln können. Sky Schalt. Fortune hätten wir leveln können, siehste. Und ich Trottel hab's nicht gemacht. Weil ich irgendwas anderes gelevelt habe. Shatter. Hm. Skull Dragger? Achso, der Skill. Time Warp, Command, Storm, Orb, Meteor, Twister. Also ich hätte das wahrscheinlich geskillt. Fortune, weil das ist extrem gut. Aber ist egal. Ist jetzt egal. Die Punkte kriegen wir schon wieder. So, ich sehe gerade einen Boss. Oder ich habe hier gerade einen Boss gespürt. Bin ich richtig bei der Annahme? Ich will diesen Schädel mal im Einsatz sehen. Aber ist, glaube ich, nicht so wirklich, wa? Aua, gestunt. Aua. So, Schädel, mach was. Ja, er macht gut Schaden. Da haben wir eine epische Axt wieder bekommen. Ich denke, das ist immer episch. Aber es ist anscheinend nur rare. Kann ich aber gar nicht nachvollziehen, weil es so episch aussieht. It looks so epic. So, komm hier, nimm das scheiß Gold auf, Alter, dummer Hund. Du doofer Hund, du. Jetzt drückt er eine Sackgasse. Das wäre richtig assi, wenn er eine Sackgasse wäre. Also richtig perfekt fürs Spiel. Und für jedes Spiel einfach perfekt. Es geht ewig, ja, war klar. Es geht ewig weit hinter dir hinten, ist nichts. Null. Dann leck mich fett. Ich mache jetzt einfach mal so und teleport mich dahinter. Als ob mich das irgendwie juckt. So, Hundi ist gleich wieder da. Achso, es gibt also in jedem Level immer diese Rejuvenation-Schreine. Oh, was haben wir da nochmal? Ich fühle mich stärker. Na, ganz toll. Da freue ich mich ja richtig drauf immer. Ich mach sogar Schaden an diesen Dings mit meinem Teleport, das ist cool. So, ich warte auf Hundi. Dann können wir reingehen, da ist ja schon mein Hundi. Komet, also wir würden mit dem wieder weniger Schaden kriegen. Ich weiß nicht, warum wir weniger Schaden kriegen würden die ganze Zeit. Wahrscheinlich wegen dem Attack Speed, das bringt einfach unglaublich viel DPS. Ja, ist halt alles Mehl, alles Käse, was wir hier haben. Alles verkaufen.
Und wenn wir gleich den nächsten Backpack haben, dann müssen wir noch weniger darauf achten, dann können wir noch später verkaufen. Aber ein Rucksack ist einfach zu wenig, finde ich. So, Map. Oh, geil. You will find it. Oh, wir kriegen. Also, wir haben Dings bekommen. Mehr Loot find. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwo schönen Loot finden, wa? Ich glaube nicht. Da ist ein starker Gegner gewesen, ist richtig. Der hat nicht wieder lange durchgehalten. Ja, der Magier, ich weiß nicht, ob die anderen auch so krass sind, aber der Magier ist so krass. Vom Damage her ist der absolut Wahnsinn. Pet Level Up wieder einmal, schön, wieder mehr Stats dazu. Unser Pet. Level 16. Können wir nicht noch höher stufen? Ja, können wir. Ich hätte jetzt Level 20 mehr Maximum, weil Level höher bringt es ja jetzt eigentlich gar nicht mehr. Wobei, das Spend Points kann man, also wir kriegen noch Points dazu. Ja, das ist doch schon Sinn. Alles okay. Die Level sind ein bisschen klein. Könnten ruhig größer sein. Einmal 5 Millionen Gegner jedes Mal. Ah doch, ich mach die Dinger doch auf, automatisch mit meinen Skills. Wusste ich gar nicht. Ich wollte schon sagen, ich bin gestunt worden. Hat wieder so ein Ding auf mir raufgeflogen, so ein Komet. Was willst denn du hier, Death God? Geh mal weg. Wobei, nee, komm mal her. Ich will noch mehr Rare-Gegenstände haben. Wobei, Rare und Dings sich ziemlich ähnelt hier, wa? Vom Aussehen her. Ja, ich bin schon wieder gestunt. Rare und, Legendary. Schon sehr, sehr ähnlich. Komisch, komisch, auf jeden Fall. Mein Pet sammelt das Gold nicht ein. Das ist doofes Pet. Ice Slime. Find Rare Items. 125 von 150. Also wir haben 125 Rare Items gefunden bisher anscheinend. Das ist doch schön. Rare und höher wahrscheinlich. Und bei 500 kriegen wir dann halt, ja, so einen Punkt halt für Hero. Power dazu, 40er Power. Alter, das ist so krass. So viel Power. Such intense Power. Unser Inventar ist... Ah, hat noch viel, viel Platz. Sehr, sehr viel Platz. Continue. Nächstes Level. Wird bestimmt gleich dieser riesen Boss-Gegner kommen, denke ich mal. Also lange wird er nicht mehr auf sich warten lassen. Denke ich mal ganz stark. Aber werden wir mal sehen gleich. Ah, hier kommen ständig solche Dinger aus dem Boden raus. Böse Eisdinger. Okay, hier war es schon wieder Sackgasse gewesen. Hundi, schön Gold aufsammeln. Niemals stehen bleiben. Und Hundi immer weiter... Ah, ich wurde doch getroffen. Hundi immer stehen, weiter Geld aufsammeln. Money! Rare Hat. Für 25.000 können wir uns auf jeden Fall gleich ein neues Dings kaufen. Neuen Rucksack. Weil der eine ist wirklich sehr, sehr klein. Aber das habe ich jetzt schon öfters gesagt. Sollte, glaube ich, mittlerweile jeder wissen. So, da haben wir noch ein blaues Item. Das sieht man nochmal am Schimmer, den das Ding hat. Gut, wie gesagt, Rare und Dings kann man ein bisschen aus schwer auseinanderhalten. Rare und Legendary. Finde ich. Ich habe gerade 10.000 Schaden gemacht. Oder meine Pets. Oh. Was haben wir da? Achso, das war's schon. Das wäre theoretisch schon der Ausgang, aber wir sind ja noch lange nicht fertig, sondern eine riesige Ebene hier. Der werden wir auf jeden Fall noch hingehen. Der hat mich gerade eingefroren, die Sau. Eine magische Robe. Wir müssen auf jeden Fall noch den Held hier besiegen. So, Hundi hat alles mitgenommen, wunderbar. Eine Krone. 5,6% Total MP. 5,3% Feuer Damage. Das ist schlecht. Was haben wir hier? Noch eine Krone. Ein Twister. 385. Achso, das ist ein Ring. Ein Twister. Hm. Goldfight und Luck ist weniger halt, ne? War nicht gut zum Farmen. Pierce. Ist aber auch Käse. 1128 DPS. Definitiv nehmen wir das mit, das Ding. Kannst du sowas von dir einschreiben. Den Rest verkaufen wir alles. Und hier würde ich jetzt gerne.
Diese. Aber der Attack Speed ist ganz gut. Das Amulett muss ich noch ändern. Das ist Käse irgendwie. Alter Schwede. Was ich jetzt für ein DPS habe. What the fuck? Heftig, heftig. Aber tja, so ist das halt. Mächtige Magier sind halt mächtig. Oh, wir haben übrigens unseren zweiten Back. Wunderbar. Der nächste kommt dann auch für 25.000. Gehen wir recht schnell hin. Ja, 4.500 ist okay. Wenn ich mal treffen würde, 4.500, ja. Absolut im Rahmen des Okayen. Ah, das Spiel ist cool. Das muss man uns wieder zurück teleportieren, weil hier hinten nichts ist. Na toll. Jetzt kriege ich das, weißt du? Equip. Das sieht cool aus, die Waffe, die ich gerade im Inventar habe. Die Waffe sieht cool aus. Die hier. Für ein Warrior. 260 DPS, ein Epic Sword. Okay, sie ist schon wieder ein epischen Gegenstand. Mann, 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 aber ich krieg sowas nie. Kaum. Nicht nie, sondern kaum. Okay, muss jetzt aber der Riesenboss kommen, oder? Ah, immer noch nicht der Riesenboss. Der lässt auf sich warten, wirklich. Ich mag diese Riesenboss, die sind so gleich einfach zu besiegen. Und bringt halt so viel. So. Dodged. Stunned. Ah, jetzt bin ich gestunt. Weil mich so ein Riesenviech erwischt hat. Ein riesiges Monster hat mich erwischt. Ein riesiger Eiskoloss. So, gehen wir erstmal hier hinten lang, würde ich sagen, ne? Und mein Instinkt hat mich nicht verlassen. Aber weiß ich, soll ich Magic wirklich aufsammeln? Muss ich halt öfter verkaufen. Ah ja, gut. Sammeln wir Magic auch noch auf. Ice Slime ist down. Den nächsten. Eine magische Lanze. Eieiei. Oh, hier geht's ordentlich ab, weil hier werden die ganze Zeit Dinge auf mich geworfen. Das ist aber nicht nett. Finde ich absolut nicht nett. Mein Pet-Level wieder hochgestiegen. Hochgestuft, wie auch immer. Und wir finden hier Rare Things und noch mehr Zeug und hast du nicht gesehen. Und da hinten, was scheint da hinten zu sein? Ich denke mal nix. Kennen die doch. Muss doch wieder eine Sackgasse sein. Oh, noch ein. Oh, ein sehr schön. Ein Boss gewesen gerade. Da war ein Boss. Und mit einer Legendary Magic Rope. Hero Points. Okay, 220.000 Hero Points. Okay, so viele Hero Points. Ein Epic Head gefunden, siehst du. Muss ich doch, dass ich ein Epic Head gefunden habe. 14 Points. What the fuck? Warum habe ich 14 Points bekommen? Ich push das Ding jetzt so ohne Ende, ohne Scheiß, dass ich jetzt einfach alles, dass ich mit jedem einzelnen Dings ein Legendary kriege. Haben wir nämlich schon die Krone Legendary. Fire Damage, Crit Damage, Dodge Chance, 402 Armor, aber kein Luck. Hearty 3. Eigentlich ist es nicht übel, aber es hat halt weniger Luck. Fire Damage, Crit Damage, Attack Speed würde es verlieren. Crit Chance würde ich dazu bekommen. 3% Dodge. Ah, komm, equip mal jetzt einfach mal. Sagen wir mal nicht so geizig hier. Das kann eigentlich weg, denke ich mal. Ah ja, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's, ich weiß auch nicht, warum ich auf einmal so viele Links bekomme, so viele Hero Points. Aber ich beschwere mich nicht mehr. Vielleicht habe ich ein paar Dings bekommen. Ein paar, weiß ich, wo kann man die ganzen Achievements nachgucken? Weiß ich ja nicht. Oh, nächster Hero. Jetzt muss ich ja Zeug ohne Ende kriegen. Wahnsinn. Da muss ja mein Dings immer voll sein, wa? Mein Bag. Mein Rucksack. Lass uns einfach mal überraschen. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel in Fortuna investiert. In diesen Skill Tree. Weil den Rest brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche nur Legendary Zeug. Weil es ist eigentlich so einfach hier. Da braucht man eigentlich nicht mehr. So, Activate können wir noch machen, wenn wir Bock haben. Gut. Kann man hier irgendwo die Dings sehen? Die kann man nicht. Die ganzen. Hier sind da unten schon Akt 3, Flur 15, Episode 1. Oder EP1, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Was damit genau gemeint ist. Ich habe sogar 10 Tränke bekommen, siehst du? Schau an.
Keine Ahnung woher, aber egal. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dungeon Quest, beim nächsten Mal geht's weiter. Wahrscheinlich Level 23 und Hero Level 5 Millionen. Keine Ahnung, wo ich jetzt die ganze Zeit diese Hero-Punkte herbekommen habe. Aber ich habe sie bekommen. Ich beschwere mich nicht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.